Und wo sind wir jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir erwachsen. Also quasi erwachsen. Auf jeden Fall älter als eben. Und das Telefon geht. Mal schauen. Oder mal hören, wer das ist. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ah. Ryan? Unser Ausbilder. Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Hey, Jody, du hast ein Date. Nachdem du das andere verpasst hast. Na, jetzt müssen wir irgendwas kochen. Ja, guck nicht an die Decke. Also ich kann dir da nicht helfen. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Was? Dir ging's um diese Mail von Ryan. Ich bin... Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Ich glaube, Aiden ist eifersüchtig. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Hoho! Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Das schaffen wir im Leben nicht. Wie sollen wir das machen? Ich bin doch keine Frau. Ich hab gar keine Ahnung davon. Schaut mal, wie es hier aussieht. Mein Gott, Jody. Guck mal, es sieht ja aus wie bei so einem Messi. Guck mal, die Pizzakarton hängt hier noch rum. Was sollen wir nur machen? Was sollen wir nur machen? Was sollen wir nur machen? Erstmal hinsetzen. So, das ist die beste Lösung. Erstmal drüber nachdenken. Jetzt nur keine Panik kriegen und Fernsehen gucken. Nein, das ist ja Quatsch. Nein, Quatsch. Wir müssen Ryan auch ins Bett bekommen. Tut mir leid, aber... ihr wisst, wie das läuft. So, jetzt erstmal den Pizzakarton wegtun. Sag mal, Jody, jetzt sei doch nicht so nervös. Ja, ich kenne das nur zu gut von mir zu Hause. So, erstmal aufräumen. Ja. Genau, den Abfall in die Küche. Also, wo ist denn die Küche? Keine Ahnung, wo die Küche ist. Ach, hier ist die Küche. Okay. Hier links ist ein Eimer. Ein Mülleimer? Hier. Perfekt. Okay. Dinner machen oder erst uns hübsch machen? Guck mal hier. Ist das ein Koch? Ein Kotzbuch? Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert. Höchstens. Mit den Resten aus dem Kühlschrank. Oh Gott. Alter, ich bin total überfordert damit. Asia-Pfanne. Okay. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Naja, für mich ist eine Fertigpizza schon zu kompliziert, aber okay. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz mehr gut. Mehr Zeit für andere Dinge, wenn ihr mich versteht. Klimper, Klimper. Hallo, Tori, ich muss das irgendwann nochmal durchspielen. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber er wird nicht meckern. Natürlich nicht, hallo. Ich ruf da an. Ja, komm, wir rufen da an. Also für jeden, der mich jetzt hauen möchte, macht's in den Kommentaren gerne. Aber ich stehe halt auf Pizza und wir müssen uns noch hübsch machen und wir wollen noch ganz andere Dinge mit dem Ryan, ja? Also als Jody.
Also ich halte mich da raus, ich steuere sie ja nur, ne? Wir telefonieren jetzt mal mit den Pizzadiensten. Giovanni von Pizza Hut, ja, hallo, ich kann leider keinen italienischen Akzent, es tut mir leid. Achso, es gibt sogar eine Uhr hier. Wo ist denn das Telefon? Das stand doch hier irgendwo. Alter, wo ist denn das Telefon? Himmels Willen. Telefon! Was? Weißt du, du verschwendest deine Zeit. Ryan! Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Kann doch nicht sein. Wo ist denn jetzt das Telefon? Ich habe keine Ahnung, wo das Telefon ist. Bestimmt hier drunter, oder? Alter, wo ist das Telefon? Hier ist ein Telefon bestimmt, oder? Nein. Was ist das? Eine DVD. Achso, wir räumen gerade noch auf. Im Unterhöschen. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Ah, okay, alles klar. Also ohne ihre Tipps wäre ich hier total überfordert. So, ich fand mit der Pizza okay, ganz gut. Da. Also, ich meine, es gibt auch gute Pizza, ja? Ich meine, Pizza schmeckt doch super. Was habt ihr gegen Pizza? Oh, großer Gott, ich kenne die Nummer im Schlaf. Das kenne ich. Giovanni! Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Große Pizza? Die, Super Supreme. Okay. Zwischen 8 und 8:30. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Okay, cool. Können die das nicht normalerweise anhand der Telefonnummer orten, wo man wohnt? Nicht gerade eine Meisterleistung, aber es gibt was. Richtig, und wir haben jetzt sogar Zeit, uns zu duschen. Ohne Hintergedanken natürlich. Was? Wo wollte die Kameraperspektive gerade hin? Ja. Dusche, wo ist denn die Dusche überhaupt? Jetzt sag nicht in der Küche. Achso, hier geht's auch irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Klar, die Tür, die ist gar nicht existent. Da kann man gar nicht irgendwo hin. Alter, wo ist denn hier? Wir schauen nicht auf die Uhr. Ich hasse das, wenn man Zeitdruck hat. Alter, die hat gar kein Badezimmer. Ist das eine Tür? Ah, okay. Hier ist das Schlafzimmer. Nein! Wir müssen uns was anziehen. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Ja, wie denn? Scheiße! War doch nicht so. Wir müssen doch noch duschen. Ja, super, jetzt können wir nicht mehr duschen. Oh, ich muss das Level nochmal spielen, glaube ich. Fuck. Aber wir können jetzt nicht so zur Tür gehen. Wo ist die Tür? Ach, hier war die Tür, oder? Alter, ich bin total nervös. Ich hatte noch nie ein Date. Das war ja gar nicht. Wir hätten. Nein! Aiden! Ach Mann! Scheiße. Oh Mann. Oh, ganz toll, Aiden. Super. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden. Aiden! Mann! Aiden! Du musst auch duschen! Aiden, komm schon! Mach auf! Alter! Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft, Aiden! Mach die Tür auf, Aiden! Ich mach die Tür auf! Dankeschön! Du willst ein Spielchen spielen? Oh Gott. Das kann ich auch. Alter! Das ist jetzt aber auch... Okay. Boah, das ist aber nicht so gut, wenn die sich gegeneinander... gegeneinander wenden, oder? Okay, na egal. Wir gehen jetzt erstmal duschen. So. Ihr habt bestimmt mitbekommen, da gab es jetzt einige Diskussionen. Und zwar um Nacktbilder von Jodie, beziehungsweise dann Ellen Page, die ja Jodie in Beyond Two Souls verkörpert. Und man kann wohl mit einem PS3 Dev Kit die Kameraperspektive bei solchen Szenen verändern, dass man dann auch intimere Stellen von Jodie sieht. Und Ellen Page überlegt wohl jetzt auch zu klagen gegen Sony und Quantic Dream.
was ich nachvollziehen kann auf der einen Seite. Einfach mal so kurz nebenbei, weil ich finde das eigentlich ziemlich schwachsinnig, auch mit den Nacktbildern und so. Aber das soll jetzt nicht Teil des Let's Plays sein. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt sauber, frisch geduscht und erholt. So, natürlich. Das kennen ja wahrscheinlich auch die meisten noch aus Heavy Rain mit der guten Madison Page. Da gab es ja auch so eine Duschszene. Da gab es auch wieder einige Aufreger, weil hier eine nackte Haut in Computerspielen, das geht natürlich gar nicht in irgendwelchen Filmen. Da ist es natürlich dann gar kein Problem. Finde ich ein bisschen blöd, ein bisschen albern. Ich meine, das Spiel ist ab 16. Und da kann man ruhig mal ein bisschen nackte Haut zeigen. Naja, okay. Soll jetzt aber nicht Thema des Let's Plays sein. So, okay. Unterwäsche haben wir auf jeden Fall an. Können wir uns irgendwie noch schminken? Ich glaube, das Kleid lag... Das Kleid lag ja auf dem Bett. You don't need him. Du brauchst ihn nicht. Du hast mich. Danke, Aiden. Nein, ich gucke dir nicht auf den Hintern. Nein, Joe, sorry, ich gucke dir nicht auf den Hintern. Oh Mann, das ist fies, wenn man als Mann dann eine Protagonistin spielt, genau wie bei Tomb Raider und so. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich meine, es ist halt drauf ausgelegt, dass man dann ab und zu bei so einer Szene, ja, ich meine, sie hat einen knackigen Po, ja, muss man schon sagen. Okay. Du brauchst ihn nicht, du hast mich. Oh Gott, Aiden. Du verstehst das nicht. Aber man muss noch mal wirklich kurz dazu sagen, wir haben gar keine Zeit und so, aber die Jodie Holmes sieht wirklich der Ellen Page, also der Schauspielerin, die sie verkörpert, schon wirklich sehr ähnlich aus. Also ich hatte sie bei einem Event in Paris mal gesehen, auch den guten Herrn Defoe. Wir laufen einfach hier noch was nackt rum. Und es ist schon krass, wie die sich ähneln. Also in Heavy Rain war das ja gar nicht so, dass die Schauspieler, die dann für die Motion Capturing Leistung und so zuständig waren, dann irgendwie den Charakteren im Spiel geähnelt. Hallo? Achso, ich muss... Nee, was ist denn jetzt? Hallo? Bin ich jetzt blöd? Ne? Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Okay, das war's. Das reicht an Entspannung. Jetzt wollten wir es aber doch mal anziehen. Achso, ich dachte, hier lag ein Kleid. Lag hier nicht immer ein Kleid? Da ist wahrscheinlich jetzt neben... Nein! Mist. Hallo, ich komme sofort. Hier ist wahrscheinlich noch ein Ankleidezimmer hinten. Das ist auch noch eine Toilette. Oh, Mist. Moment noch, ich komme! So, was ziehen wir an? Jetzt sag nicht, ich muss das entscheiden. Okay. Das kurze Schwarze? Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Okay, das ist... Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Ja, ja, ja. Das Date wird stattfinden. Basta. Oh Gott, ich hoffe, das endet einigermaßen gut. Ja gut, wir haben noch keine Schuhe an. Aber, gibt's hier noch Schuhe? Kann man sich noch Schuhe anziehen? Nee, gut, ich würde dann mal aufmachen, sonst ist er gleich wieder weg. Aber ja, okay, die Hose hat zwar ein paar Löcher, aber das Top, das sieht ganz gut aus. Ja, bist hübsch. Oh, jetzt hört er mit den Kissen auf. Mann, ey, kleines Kind. Achso, ja, kurz noch die Kissen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Oh, das hat er jetzt persönlich... Ja! Mann! Komme her. Komm gleich! So, wehe dir ein. Du machst die Tür wieder hinter mir zu. Alles in Ordnung? Oh. Habe ich vergessen. Aber die Pizza müsste auch gleich kommen. Gut, dass ich das vorbereitet habe. Aiden, benimm dich bitte. Ah, da lagen noch ein paar Sachen auf dem Boden. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Okay, dann lasst die Spiele beginnen. Hey. Hallo. Chateau Margaux 2001. Oh. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Bonjour. Das geht doch nicht übel.